zu mich bekommen zu Regeln in meiner Beziehung beim Rausgehen. Let's go. Du schickst mir freiwillig einen Standort. Ich bin nicht die Kontrollfreundin. Du schickst es mir einfach, damit wir wissen, alles safe. Sag mir, wann du zurück bist. Nur circa. Damit ich weiß, ob wir heute Abend noch miteinander essen, ich wach bleiben sollte oder ich mich einfach mit meinen Mädels treffen kann. Sonst hocke ich nämlich den ganzen Abend zu Hause und warte auf dich. Erzähl mir freiwillig die Storys. Du weißt doch, ich bin Humorvogel. Ich will alles wissen. Von der Typin, die dich angetrackt hat. Ich bin ja eh nicht sauer. Ich bin nämlich immer die Erste, die es witzig findet. Erzähl mir die Storys einfach. Ich will nicht nachfragen, oh, was hast du gemacht, was ist da passiert? Erzähl's mir einfach. Ich will doch mitlachen können. Du darfst flirten, wenn du verängstigt. Du darfst es. Ich erlaub's dir. Ist alles okay. Hab da nichts dagegen. Aber mein Jutster. Hat du falsche Gedanken oder vergisst mich? Mm-mm. Schmierst dir ab. Das ist Fremdgehen für mich. Bisschen flirten, um zu gucken so. Habe ich's noch drauf nach 4 Jahren Beziehung? Ist okay. Ist okay. Versuch ein paar Sprüche so. Mach ihr aber auch keine falschen Hoffnungen. Sag ihr von Anfang an, ich hab eine Freundin. Oder wenn sie halt danach fragt, muss er jetzt nicht aufbinden, ne? Aber, wenn du anfasst, angucken, nicht anfassen. Anfassen geht gar nicht, mein Jutster. Gar nicht. Mm-mm. Wir sind schon sehr tolerant, aber das geht einen Schritt zu weit. Alkohol trinken. Mach ich auch gern. Darfst du auch. Aber verliere nicht deinen Respekt und erzähl mir nicht, oh, ich war aber betrunken. Ist mir egal, ob du irgendwie kotzt oder was auch immer oder was auch alles Peinliches passiert ist. Passiert jedem mal. Verliere aber deine scheiß Werte nicht und versuch nicht irgendwas darauf zu schieben, weil du ja betrunken warst. Mm-mm. Die Ausrede zählt nicht. Wir merken uns, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wichtigste, wenn du uns Stripclub oder sowas willst, tu es. Aber behalt im Kopf, würde ich wollen, dass meine Freundin in einen Club reingeht mit Typen, mit halbnackten Typen und die anstarrt und darauf geiert? Würdest du nicht, ne? Also mach's selber nicht. Ich hab's dir nicht verboten. Ich hab dir nur gesagt, überleg dir, ob du wollen würdest, dass ich das darf. Und wenn ich das darf, dann darfst du es auch. Wenn du damit ein Problemchen hättest, dann lass es. Welcome in meine Beziehung.